Jo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Und das Thema heute ist Filmen. Wir alle werden immer nur besser, wenn wir einfach was machen. Wir brauchen etwas, was wir machen. Und danach sollten wir diese Sachen dann auch zu einem fertigen Projekt machen. Es reicht nicht nur aus, gutes Equipment zu haben. Es reicht nicht aus, Dinge nur zu filmen. Man muss sie am Schluss zusammenfügen zu einem Ganzen. Erst wenn man ein Projekt fertig bekommen hat, hat man den Schritt geschafft, um weiterzugehen zum nächsten Projekt. Wer jedoch in den Schritten davor hängen bleibt, welche Kamera könnte das Beste sein? Gibt es noch eine bessere Kamera als meine? Habe ich genug Film gesammelt? Gefallen mir die Aufnahmen nicht? Immer eben dieses Perfektionistische, dass man nie den nächsten Schritt lernen kann. Nun ein kleiner Tipp an alle Menschen, die denken, sie müssten immer vergleichen bis zum Ende, bis sie endlich die perfekte Kamera für sich, das beste Schnittprogramm, was auch immer gefunden haben. Vergesst es einfach. Wenn ihr noch nicht mit euren Geräten, die ihr habt, mindestens 50 Filme gemacht habt, 50 kleine Projekte, die ihr dann abgeschlossen habt, in denen ihr Kleinigkeiten gelernt habt, solange ihr das nicht gemacht habt, denkt gar nicht drüber nach, was besser sein könnte als das, was ihr schon habt. Denn ihr kennt noch nicht mal euers. Ihr müsst erstmal Meister in dem werden, was ihr kennt, bis ihr weiter steppen könnt. Jo, meine Freunde, schnappt euch eure Kamera, filmt, was das Zeug hält, versucht es mit den schlechtesten Geräten, denn wenn ihr die schlechtesten Geräte beherrscht, dann könnt ihr die besten erst recht gut benutzen und traut euch einfach so viele Fehler wie möglich zu machen. Und wenn ihr keine Fehler macht, dann lernt ihr halt auch nichts, ne? Und so ist das Leben, ihr macht immer Fehler und dann lernt ihr. Oh, du bist die schönste Kamera der Welt. Denn dich kriege ich auch ohne Geld. Die schönste Kamera der Welt, mit der ich mich sogar ansehen kann. Meine Nikon kann das zum Beispiel nicht.
Ziemlich fail. Also ich feiere das ziemlich krass. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich überhaupt kein Gesicht mehr habe? Das ist einfach nur noch Haare. Ja, dies, das.